Wir streiken heute für bessere Arbeitsbedingungen und weil die sozialen Berufe endlich die Anerkennung brauchen, die sie verdienen. Die Anforderungen in unserem Bereich sind immens gestiegen. Unter anderem durch weitreichende Gesetzesänderungen, gestiegene Fallzahlen und Kinderschutzfälle. Und das alles bei gleichbleibender Personaldecke und hohen Standards. Das kann aber alles nur beibehalten werden, wenn wir auch genug Zeit haben, das alles umzusetzen. Wo drückt denn bei euch der Schuh? Wie kann ich denn helfen? Was können wir denn gemeinsam verbessern? Wo müssen wir denn Abhilfe schaffen? Das erwarte ich doch vom guten Arbeitgeber, wenn er in solche Tarifverhandlungen einsteigt. Es sind eben keine reinen Lohntarifverhandlungen, sondern wir machen ja fachliche Tarifverhandlungen dort in Potsdam. Und da muss man sich natürlich auch fachlich gut vorbereiten. Und da müssen wir sagen, da ist der Arbeitgeber überhaupt nicht vorbereitet. Wir müssen die Arbeit besser bezahlen, besser bewerten. Und wir müssen die Menschen vor Überlastung schützen. Und deswegen stimmen wir heute auch hier, liebe Kolleginnen und Kollegen.